Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Hey, es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Como eu falei, nós estamos na série Heróis Ocultos. Wie ich gesagt habe, wir sind in der Predigtserie Hidden Heroes. E o título da mensagem dessa manhã é Fiel como Caleb. Und das Predigtthema heute ist Treu wie Caleb. Quantos são felizes como Caleb aqui, amém? Wie viele sind glücklich so wie Caleb damals? Ninguém nem sabe o que significa. Vamos saber. Vielleicht wisst ihr noch gar nicht, was das für eine Geschichte ist. Wir lernen das heute. O texto dessa mensagem tem a ver com vida eterna, tem a ver com o céu. Und die Botschaft heute hat mit dem ewigen Leben, mit dem Himmel zu tun. Aquele que fielmente perseverar até o fim com Cristo receberá a sua herança. Derjenige, der bis zum Schluss ausharrt, beständig bleibt, der wird ein Erbe erhalten. Mas o que de fato devo fazer para obter esta vida eterna? Aber was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Sem dúvida, essa é uma das perguntas que talvez você algum dia fez. Vielleicht hast du dich diese Frage schon mal gestellt. Quem nunca fez essa pergunta? Wer hat das sich noch nie gefragt? Muitos judeus faziam essa pergunta ao Senhor Jesus. Und viele Juden fragten Jesus auch deswegen. Alguns de nós responderia essa pergunta com o seguinte argumento. Und einige könnten auf diese Frage so antworten. Eu estou salvo, eu tenho a vida eterna. Ich bin gerettet, ich habe das ewige Leben. Eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa. Ich helfe Bedürftigen, ich bin ein guter Mensch. Não faço mal a ninguém. Ich tue nichts Böses. Então eu tenho a vida eterna, eu vou para o céu. Also habe ich das ewige Leben, ich gehe in den Himmel. Mas talvez esse argumento não seja suficiente. Aber vielleicht ist dieses Argument unvollständig. Porque ele choca com um princípio bíblico. Weil es widerspricht, oder ja, es widerspricht ein bisschen einem biblischen Prinzip, que com as nossas obras nós não temos direito à vida eterna, não conseguimos ter vida eterna. Weil nur durch unsere Werke erreichen wir nicht das ewige Leben. Talvez alguém de nós diria, não, eu vou para o céu, eu tenho a vida eterna. O pastor fez chamado, eu levantei a mão, fiz a oração de arrependimento. Aber vielleicht antwortet jemand, ja, aber ich habe das ewige Leben, weil ich einmal ein Gebet ausgesprochen habe. Mas também talvez isso não seja suficiente. Aber auch das ist vielleicht nicht ausreichend. Porque o estilo de vida de alguém que vai para a eternidade, ele não se nota, não se reflete apenas no fato de eu orei a oração do arrependimento. Weil nur mit einem Gebet bedeutet das nicht, dass das Leben, dass der Lebensstil dann auch dem entspricht. Mas para todos nós quero fazer uma pergunta ainda mais precisa, mais objetiva. Aber heute möchte ich eine präzisere Frage stellen. Como posso ter convicção profunda e absoluta que no final da minha vida, no final dos meus dias, ainda estarei crendo em Deus? Wie kann ich mit voller Überzeugung bis zum Schluss meines Lebens noch diese Überzeugung haben? An diesem Glauben. Como terei convicção e certeza de vida eterna quando o dia estiver mais velho, mais ancião, próximo da morte? Wie kann ich überzeugt sein und noch diese Gewissheit haben vom ewigen Leben, wenn ich vielleicht alt bin? Talvez eu, como você, no decorrer da nossa caminhada da fé, muitas dúvidas surgem, muitos problemas surgem. E nós começamos a colocar em questão a nossa fé. Vielleicht können ganz verschiedene Dinge geschehen in unserem Leben, Widrigkeiten, Schwierigkeiten in unserem Leben, und dann kann es sein, dass unser Glaube auf einmal nicht mehr so fest ist. Situações inesperadas, catástrofes, mudanças, coisas acontecem que colocam a nossa fé em prova.
unerwartete Geschehnisse, Tragödien, Katastrophen, solche Dinge, die unseren Glauben erschüttern. Não é difícil conhecer alguém que outrora estava carismático, cheio de paixão na igreja, mas agora já não vem mais ao pequeno grupo, já não vem mais à igreja. Wir kennen sicher alle Menschen, die einmal mit diesem Feuer da waren und immer wieder kamen, auch eine Kleingruppe besuchten, und dann geschah etwas und auf einmal waren sie nicht mehr da. Isso não é nada novo. Und das ist nichts Neues. Na Bíblia vamos encontrar dois tipos de crentes, aqueles que desistem e aqueles que perseveram. In der Bibel finden wir zwei Gruppen von Gläubigen, die ausharren oder die aufgeben. E nesta manhã nós queremos aprender com esse herói escondido chamado Caleb. Und heute möchten wir mit diesem Held Caleb lernen. Como perseverar, manter firme até o final. Wie wir bis zum Schluss ausharren können. Eu quero estar firme, perseverante até a volta do Senhor Jesus. Und ich möchte beständig und ausharren bis zum Schluss, bis Jesus wiederkommt. Quantos desejam permanecer firmes com Jesus? Wie viele möchten das, mit Jesus ausharren bis zum Schluss? 5 ou 6. Quantos querem? 5 oder 6. Quantos querem permanecer firme com Jesus? Wie viele möchten bis zum Schluss ausharren mit Jesus? Essa é a nossa esperança. Und das ist unsere Hoffnung. Eu vou dizer mais, esse é o motivo da nossa alegria. Und das ist der Grund unserer Freude. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. Das soll auch der Grund unserer Freude sein. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Christus wird zurückkehren. Eu estarei com ele. Und ich werde bei ihm sein. E enquanto ele não volta, eu quero permanecer firme. Und solange er nicht zurückkommt, möchte ich ausharren. Quero convidar você a ler comigo Josué capítulo 14, versículo 6 ao 15. Wir möchten in Josua 14, 6 bis 15 lesen. Quero pedir à mulher mais bonita da terra para estar lendo em alemão. Ich werde auf Deutsch lesen. Você não traduziu tudo. Ich habe nicht alles übersetzt, darum lachen Sie. Ich werde auf Deutsch lesen, auf Portugiesisch ist es projiziert. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Josua. Unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn von Jefune, aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: Du weißt, was der Herr bei Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, mein Gott. Mose hat mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakiter in großen Städten leben, die sie zur Festung ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jefune, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kirjat Arba, Stadt des Arba. Arba war der größte Mann im Volk der Anakiter gewesen. Heute gehört die Stadt Kaleb zu seinen Nachkommen, weil er dem Herrn, den Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Bis hierhin das Wort Gottes. Muitas vezes nós lemos histórias como essas das conquistas do povo de Israel.
Oft lesen wir diese Geschichten über die Errungenschaften vom Volk Israel. E pregamos de forma motivacional algumas vezes. Und wir predigen sehr motivierend oft. Eu várias vezes preguei sobre Caleb e dizia à igreja: vocês vão conquistar a terra prometida. Und oft predigte ich schon über Caleb und sagte immer: ihr werdet das verheißene Land erobern. E é verdade até um certo ponto de vista. Und das ist auch wahr. Mas às vezes nós ignoramos que nessas histórias houveram muitas mortes, muitas pessoas morreram. Aber oft vergessen wir, was die ganze Geschichte bedeutet eigentlich, dass es war auch sehr hart und grausam. Viele Menschen sind gestorben. E a Bíblia vai nos dar breve panorama dessa verdade quando estudamos tudo o que o povo de Israel sofreu até chegar à terra prometida. Und wir werden das lernen, wenn wir das wirklich auch nachlesen. Wie viel hat eigentlich das Volk Israel gelitten, bis sie das Land erobern konnte? Por exemplo, Gênesis capítulo 15, 13 e 16 vai dizer: então lhe foi dito, sobe com certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia e será reduzido à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Im 1. Mose 15, 13 bis 16 steht, da sagte Gott zu ihm: ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach 4 Jahrhunderten kehren sie in das Land Kanaan zurück. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden. O Senhor está prometendo ao povo de Israel que os libertaria da escravidão no Egito. Gott versprach dem Volk Israel, dass sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreien wird. E ao mesmo tempo o Senhor estaria fazendo juízo contra os amorritas. Aber würde auch gerecht sein zu den Amoriter. Entregando assim a Caleb e a Josué a terra de Canaã. Und so übergab das Land von Canaan an Josua und Caleb. Enquanto Deus dava a terra de Canaã como herança ao povo de Israel, ele estava também julgando os amorritas e os heteus. Und als gleichzeitig dass dieses Land ihnen übergab, war auch gleichzeitig Richter über die Amoriter. Porque eles praticavam coisas terríveis. Weil sie taten grausame Dinge, die Amoriter. Historiadores dizem que até os amorritas tinham o costume de sacrificar os seus próprios filhos. Historiker sagen, dass die Amoriter sogar diese Gewohnheit oder das ein Brauch war, dass sie sogar ihre eigenen Kinder opferten. E para Deus isso é ruim, escárnio. O Senhor julga, o Senhor não aceita. Und das ist grausam, das akzeptiert der Herr nicht. Então Deus toma a terra de Canaã dos amorritas para entregar ao povo de Israel. Er nimmt also dieses Land und möchte es dem Volk Israel übergeben. Sempre há duas faces da medalha. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Sempre há os dois lados. Immer gibt es zwei Seiten. Mas por que exatamente Deus dá a terra prometida para Caleb? Aber wieso verspricht Gott dieses Land an Caleb? Caleb esperou fielmente a promessa do Senhor. Caleb hat treu auf dieses Versprechen gewartet. Ele não esperou apenas ou dois anos. Er hat nicht nur eins oder zwei Jahre gewartet. Ele não esperou 10 anos. Er hat nicht 10 Jahre gewartet. 45 anos. Er hat 45 Jahre lang gewartet. Permaneceu firme. Und war loyal. Sendo fiel. War treu. De todo o coração. Und zwar von ganzem Herzen. Três vezes no texto que nós lemos, o escritor vai dizer que Caleb era perseverante. Auf Portugiesisch lesen wir in diesem Text, das ich gelesen habe, dreimal, dass beharrlich war. Perseverança ou espera em nosso tempo parece uma coisa de outro mundo.
Und diese Beharrlichkeit oder Geduld heutzutage ist etwas, was nicht so üblich ist. Estamos em mundo muito rápido. Wir sind in einer sehr schnellen Welt. Queremos que as coisas aconteçam bem rápido. Alles geschieht sehr schnell. Mas Caleb foi perseverante. Aber Caleb, war beharrlich. Ele foi fiel. War treu. Ele sofreu e quase morreu. Hat gelitten und ist auch fast gestorben. Ele enfrentou rebeliões com Corá. Hat Widerstände, Rebellionen hat überwunden. Ele viu como o povo de Israel se rebelava contra Deus. Hat gesehen, wie das Volk Israel von Israel sich gegen Gott gestellt hat. Ele teve que superar a morte de Moisés. Überwand den Tod von Mose. Mas Caleb é conhecido por sua longa fidelidade a Deus. Aber Caleb ist bekannt für seine langjährige Treue an Gott. E o que acontece é que no final ele recebe a sua herança. Und am Schluss bekommt das, was ihm versprochen wurde. Mesmo assim, não muito tempo depois da morte de Caleb e Josué, o povo de Israel volta a pecar e a cometer os mesmos erros que os amorritas. Aber nicht lange später, nach dem Tod von Caleb und Josua, hat das Volk Israel die gleichen Dinge getan wie die Amoriter damals. O ser humano nunca muda. Der Mensch ändert sich nicht. Hoje nós estamos aqui fervescentes, cheios de paixão por Deus, com coração ardente por Jesus. Heute sind wir hier und lieben den Herrn mit einem Herz, das entflammt ist oder voller Feuer ist für Gott. E amanhã por uma questão medíocre, pequena, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Und morgen wegen irgendetwas Kleines, was unwichtig ist, versagen wir, sündigen wir. Mas havia uma promessa. Aber es gab eine Verheißung. Há uma promessa para nós. Es gibt eine Verheißung für uns. E no Novo Testamento, Hebreus vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 8 e 9: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta repouso para o povo de Deus. Hebräer 4, 8, 9 sagt, hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Schabbat. Justamente nos dias de hoje, heutzutage, onde há muitas guerras, wo viele Kriege da sind, mortes, Tod, tristezas, Traurigkeit, o homem segue buscando por descanso. Der Mensch sucht nach Ruhe. Buscando por paz. Der Mensch sucht Frieden. E a palavra de Deus diz que há descanso para o povo de Deus. Und das Wort Gottes sagt, dass es dass Gott eine Ruhe, einen Ort vorbereitet hat, wo Ruhe da ist. Eu desconheço como está o teu coração, como está a sua vida. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, wie es dir geht. Mas a palavra de Deus diz que há descanso para você e para mim. Aber das Wort Gottes sagt, dass dieser Ort, den gibt es, wo Ruhe ist, wo Frieden ist. Há descanso para o povo de Deus. Ein Ort, wo Friede und Ruhe ist für das Volk Gottes. E é verdade que nós vivemos em tempo onde nós nos desenvolvemos bastante. Und wir leben in einer Zeit, wo wir uns sehr weiterentwickeln. A tecnologia está muito avançada. Die Technologie ist sehr fortgeschritten. Mas não chegamos ao ponto de trazer paz e descanso à alma e ao coração do homem. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir völlige Ruhe und völligen Frieden den Menschen schenken können. Nós podemos transformar muitas coisas. Wir können vieles verändern. Mas o homem não foi dado ainda o poder, eu acredito que nunca será dado, o poder de transformar e trazer paz ao coração do homem. Aber aus menschlicher Sicht können wir nie diesen wahren Frieden jemanden schenken. Descanso. Ruhe. O descanso que só encontramos em Deus. Die Ruhe, die wir nur in Gott finden. Leia comigo 1 Pedro 1, 3-6. 1 Petrus 1, 3-6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Oh, irmãos, como será maravilhoso esse momento. Wie wunderbar wird dieser Moment sein. Como será maravilhoso experimentar e ver e viver no céu. Wie wunderbar wird es sein, unter den Himmel zu erleben und im Himmel zu leben. A Bíblia diz que o céu é um lugar maravilhoso. Die Bibel sagt, dass der Himmel ein wunderbarer Ort ist. Um mundo criado onde não há dor, não há tristeza, não há guerra, não há decepções, não há traições, não há corrupções. Wo kein Leid, keine Traurigkeit, keine Korruption, kein Betrug da sein wird. E o melhor do céu é o próprio Deus. Und das Beste vom Himmel ist Gott selbst. O céu não é céu sem Deus. Der Himmel ist kein Himmel ohne Gott. Oh, como será maravilhoso. Wie wunderbar wird es sein. Ver o Senhor da glória. Den Herrn der Herrlichkeit zu sehen. Será glorioso. Das wird herrlich sein. Essa é a nossa esperança. Und das ist unsere Hoffnung. Isso é que preenche o nosso coração de alegria. Das ist das, was unser Herz voller Freude erfüllt. Isso nos traz esperança de verdade. Das gibt uns die wahre Hoffnung. Porque mundo, desde que mundo, sempre houve guerras. Weil die Welt, seit es die Welt gibt, schon immer gab es mundo, Kriege. Desde que es mundo, sempre houve miséria, sempre houve corrupções. Es gab immer Armut, es gab immer Korruption. Mas a minha, sua esperança. Aber meine und deine Hoffnung. Está no Senhor. Ist im Herrn. Está na certeza e convicção de que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Ist in der Gewissheit und der Sicherheit, dass wir wissen, dass er dass wir eines Tages mit ihm sein werden, bei essa ihm sein esperança werden. Tem que estar presente, ardente no meu e no seu coração. Und diese Hoffnung soll brennen in unserem Herzen. Não se preocupe se eu andar muito aqui na plataforma. Mach dir keine Sorge, wenn ich hier umherlaufe. É quando meu coração começa a arder. Das ist, weil mein Herz brennt. Eu fico imparável. Ich kann nicht aufhören. E quando a questão é céu, é eternidade. Und wenn es den Himmel, die Ewigkeit geht, é impossível. Dann ist es unmöglich, não sentir alegria. Diese Freude nicht zu spüren. Isso é o que move o coração da igreja. Und das ist das, was das Herz der Gemeinde bewegt. Durante os últimos 2000 anos. Während der letzten 2000 Jahre. Deixa eu voltar a falar de Caleb, senão eu paro, meu Deus. Ich kehre zurück zu Caleb, sonst höre ich nicht mehr auf. O que podemos aprender de vida eterna com Caleb? Was können wir von Caleb über das ewige Leben lernen? Primeiro. Erstens. Deus dá vida eterna àqueles que não desistem da fé e entenderam a obra do Senhor Jesus para suas vidas. Gott schenkt denen das ewige Leben, die den Glauben nicht aufgeben und das Werk des Herrn Jesus für ihr Leben verstanden haben. No versículo 10 que nós lemos de Josué está escrito: 45 anos há desde que o Senhor falou as palavras para Moisés, andando Israel ainda no deserto e já agora sou de 85 anos. Im Text, den wir gelesen haben, Vers 10 steht: 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste
umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt. 45 anos esperando uma promessa. 45 Jahre lang auf diese Verheißung com 85 gewartet. Anos ele ainda ali firme, feliz, esperando o cumprimento da palavra do Senhor. Und 85 Jahre alt war er und erwartete immer noch treu und loyal, bis dieses Wort erfüllt wurde. E às vezes nós queremos que o Senhor nos responda de forma instantânea. Und oft möchten wir, dass Gott uns sofort antwortet. Talvez não será instantaneamente. Vielleicht wird es nicht sofort sein. Mas o grande dia chegará. Aber der Tag wird kommen. O grande dia chegará. Der Tag wird kommen. Se o Senhor te prometeu. Wenn er es verheißen hat. Ele cumprirá. Dann wird er es erfüllen. Ele cumprirá. Er wird es erfüllen. Ele cumprirá. Er wird es erfüllen. Persistentemente, resilientemente aguardou Caleb pela promessa. 40 anos. Resilient und beständig hat Caleb auf diese Verheißung gewartet, dass sie real wahr wird. Olha, não eu vou dizer, mas o Novo Testamento deixa claro que apenas uma conversão ou um novo começo com Deus não é o suficiente para termos esta convicção de vida eterna. Das Neue Testament lehrt uns, dass eine Bekehrung alleine nicht ausreicht, um diese Gewissheit des ewigen Lebens zu haben. É fundamental o nosso amadurecimento. Es ist wichtig, dass wir reif im Glauben werden. Por isso que nós temos os cursos na igreja. Darum haben wir auch die Kurse in der Gemeinde. Por isso que nós temos o Alpha Life Kurs. Darum haben wir den Alpha Life Kurs. Por isso que nós temos os pequenos grupos. Darum haben wir die kleinen Gruppen. Porque precisamos amadurecer na fé. Weil wir im Glauben reifer werden Porque müssen. Porque se nós não nos amadurecemos, weil, nós facilmente naufragamos. Weil wenn das nicht geschieht, dann gehen wir unter. Leia comigo para Colossenses 1:22, 23. Colosser 1, 22 und 23. Melhor, leamos Hebreus. Hebreus 3, 14. Hebreer 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Denn nur wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Eu não sei você, mas eu sempre escutei pastores dizer: pratique e desenvolva hábitos sagrados. Ich habe immer wieder gehört, dass wir heilige Gewohnheiten entwickeln sollen in unserem Leben. Para que a sua fé seja venha entrar em amadurecimento. Damit dein Glaube reif wird. Por exemplo. Zum Beispiel. Eu sei que é difícil dar início a novos hábitos. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Mas por exemplo, você pode ou decida-se a ler a Bíblia. Aber ein Beispiel ist, lese deine Bibel. Ore todos os dias. Bete jeden Tag. Participe de um pequeno grupo. Schließe dich einer Kleingruppe an. Na medida do possível, congregue, venha aos cultos, participe. Wenn möglich, versäume keine Gottesdienste. Se você ainda não foi batizado, procure o curso e batize-se. Wenn du noch nicht getauft wurdest, e existem outros hábitos sagrados que você pode começar a praticar. Das sind Gewohnheiten, die du tun kannst. E você vai ver que em pouco tempo a sua fé vai ganhando mais corpo, vai ganhando mais força. Você vai amadurecendo por meio desse workout da fé. Und du wirst sehen, dass dadurch wird sich dein Glaube weiterentwickeln. Du wirst reifer werden im Glauben. Agora vai um conselho da minha parte para todos vocês. Und ein Ratschlag von mir für euch alle. Busca viver intimidade com o Senhor. Sucht diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Procure a Deus. Sucht Gott. Viva de tal forma que quando o grande dia chegar, lebe so, dass wenn der große Tag dann kommt, a única mudança que vai haver é a geografia, o lugar. Das einzige, was dann anders sein wird, ist der Ort, wo du dich befindest. Desenvolva intimidade com o Senhor. Du wirst dann diese innige Beziehung weiterhin haben mit dem Herrn. Para mim é um dos motivos que mais, ou um dos formas que mais me ajudou a amadurecer na fé. Das hat mir am meisten geholfen, im Glauben reif zu werden. O segundo ponto que eu posso aprender com Caleb acerca da vida eterna é: Deus dá vida eterna àqueles que não se comprometem com o pecado. Der zweite Punkt,
Was ich lerne von Kaleb ist, dass Gott denjenigen das ewige Leben schenkt, die keine Kompromisse mit der Sünde machen. No versículo 8 do texto que nós estamos lendo, Josué vai dizer: "Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus." In Josua 14,8 steht, aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Caleb não comprometia as palavras e as leis do Senhor. Caleb tat nichts, dass die Gesetze und die Verheißungen des Herrn missachteten. Eu imagino, Caleb tinha como base da sua vida a obediência ao Senhor. Caleb hatte als Basis, als Fundament seines Lebens, dass er Gott gehorchen möchte. Ele não fazia compromisso, não se envolvia com aquilo que viria a intervir na sua relação com o Senhor. Er hatte keine Kompromisse mit der Sünde. Er wollte treu seinen Geboten bleiben. Paulo, o apóstolo Paulo também deixa claro isso em suas cartas. Der Apostel Paulus sagt das auch in seinen Briefen. De maneira muito concisa, muito clara, ele fala em Gálatas 5, 19, 21, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Er sagt in Galater 5,19: Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und aufschweifendes Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Reich Gottes kommen. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não praticar essas coisas não significa que nós temos vantagem alguma sobre outras pessoas ou teremos alguma vantagem quando o Senhor voltar. Aber wenn wir diese Dinge nicht tun, bedeutet das nicht, dass wir wie einen Vorsprung haben, wenn Jesus dann zurückkehrt. A santidade é uma necessidade que temos para permanecer firme até a volta do Senhor. Die Heiligkeit brauchen wir, damit wir eben bis zum Schluss standhaft bleiben. Mas a palavra de Deus diz também que as nossas obras serão queimadas. Aber das Wort Gottes sagt, dass unsere Werke dann verbrannt werden. Deus dá a vida eterna àqueles que, em primeiro lugar, não desistem da sua fé. Gibt denjenigen das ewige Leben, die den Glauben nicht aufgeben, não faz compromisso com o pecado, die keine Kompromisse mit der Sünde tun, e também aqueles que são sinceros com o Senhor, und auch denjenigen, die aufrichtig mit Gott sind. Caleb foi honesto com Deus. Und Caleb, war aufrichtig Caleb mit não Gott. Contou mentiras para Deus, não contou mentiras sobre a terra espiada. War ehrlich zu Gott. Hat auch keine Lügen über das Land erzählt, als sie zurückkehrten. Ao voltar de espiar a terra, ele contou exatamente como era. Hat wirklich so berichtet, wie es wirklich war. E mesmo sabendo da sua inferioridade. Und auch wenn wusste, dass sie vielleicht nicht so stark waren. Permaneceu fiel ao Senhor. Blieb treu. Permaneceu firme com o Senhor. Blieb standhaft. Uma das principais características que nos define como discípulos de Jesus. Und eine Eigenschaft, die uns als Jünger von Jesus ausmacht. Não são os números de seguidores no Instagram. Ist nicht wie viele Followers wir haben não auf são Instagram. Quantos likes nós temos. Ist nicht wie viele likes wir erhalten. Não é nossa religiosidade. Es ist nicht unsere Religiosität. Mas a nossa persistência e honestidade para com o nosso Deus. Sondern unsere Beharrlichkeit und unsere Ehrlichkeit Gott gegenüber. 1 João 2,19 vai dizer:
eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1. Johannes 2,19. Diese Feinde von Christus kommen zwar aus unseren eigenen Reihen, in Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört, sonst hätten sie sich nicht von uns getrennt. Nun aber ist für jedermann sichtbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehören. Precisamos ser honestos e fiéis com o Senhor. Wir müssen ehrlich und treu Gott gegenüber sein. Reconhecendo sempre a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, o nosso estado de pecaminosidade. Und wir müssen unsere Verletzlichkeiten, unsere Schwachheiten zugeben und erkennen in unserem Leben. Precisamos pedir ao Senhor nessa manhã que sonde os nossos corações. Wir bitten heute Morgen den Herrn, dass er unser Herz prüft. Querido, se eu terminar o sermão agora, estarei sendo irresponsável. Aber wenn ich diese Predigt jetzt beenden würde, wäre ich verantwortungslos. Porque até aqui nós escutamos que Caleb, ou temos Caleb como um exemplo de persistência. Wir haben Caleb als Vorbild der Beharrlichkeit. Mas Caleb não conseguiu sozinho. Aber Caleb hat es nicht alleine geschafft. Ele não entrou, ou conseguiu, avançou, conquistou, triunfou de forma individual. Er hat nicht gesiegt, er hat nicht erobert, alleine. A vida eterna não se arrebata por meio de esforços próprios. Das ewige Leben erreicht man nicht aus eigener Kraft. Se diante de tudo aquilo que você escutou nessa manhã, und von all dem, was wir heute Morgen gehört haben, você tiver a seguinte... Você tirar a seguinte conclusão. Agora sei como ter acesso à vida eterna. Você fiel, obediente, persistente, sincero com Deus e pronto. Wenn du sagst, jetzt weiß ich, wie ich das ewige Leben erhalten kann. Ich werde beharren, ich werde standhaft bleiben, ich werde treu bleiben. Se essa for a tua e a minha conclusão nessa manhã, wenn du das dein Fazit ist heute Morgen, carregaremos uma vida de condenação. Dann werden wir ein Leben haben, wo wir eine Last haben werden. Porque nós não estaremos nunca longe, nunca estaremos completamente livres do pecado. Weil wir werden nie wirklich frei sein von der Sünde. Precisamos da ajuda do Senhor. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Precisamos da ajuda de Deus. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Todos os dias. Jeden Tag. Em todo tempo. Alle Zeit. Por isso que o Senhor enviou o seu filho Jesus. Und darum hat Gott seinen Sohn gesandt. Ele era 100% santo. Er war 100% heilig. O único que foi 100% santo. Der einzige, der 100% heilig war. E ele não desistiu, ele foi persistente, confiante ao seu Pai até no momento da crucificação. Und er hat nicht aufgegeben, er war treu, er war beständig bis zum Schluss. O único que tem direito de verdade de eternidade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Der einzige, der wirklich das ewige Leben verdient, ist Jesus Christus von Nazareth. Ele foi sincero e honesto. Er war ehrlich, er war aufrichtig. Ele seguiu o Pai com um coração puro e honesto. Er folgte seinem Vater von ganz, mit ganzem Herzen, mit einem ehrlichen und einem aufrichtigen Herzen. Ele é o único herdeiro. Er ist der einzige Erbe. É o único que merece a eternidade. Der einzige, der dieses ewige Leben verdient. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Und Gott sei Dank für Jesus Christus. Hebreus 1:2 vai dizer: Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo a qual também fez o universo.
Hebräer 1,2. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Só ele merece a vida eterna. Nur er verdient das ewige Leben. E só ele nos pode dar a vida eterna. Und nur er kann uns das ewige Leben schenken. Precisamos de Jesus. Wir brauchen Jesus. Precisamos de Jesus. Wir brauchen Jesus. Hoje. Heute. E sempre. Und immer. Todos os dias. Jeden Tag. Pois só por meio dele. Weil nur durch ihn. Temos a vida eterna. Haben wir das ewige Leben. Queremos chegar a uma a velhice tendo convicção e certeza que estaremos com ele para sempre. Wir möchten bis zum Schluss diese Gewissheit haben, dass wir für immer mit ihm sein werden. E como eu tenho essa convicção, essa certeza? Und wie kann ich diese Überzeugung haben? Quando decidimos confiar literalmente no Senhor Jesus. Wenn wir ihm, wenn in Jesus vertrauen. Quando decidimos entregar para ele todo o governo da nossa vida. Wenn wir uns entscheiden, ihm und die Herrschaft unseres Lebens ihm zu übergeben. Ele não apenas nos perdoa dos nossos pecados. Er vergibt nicht nur unsere Sünden. Mas ele transformou o nosso coração. Sondern er verändert unser Herz. Colocando o teu e o meu coração perto do coração do Pai. Und er führt uns in seine Nähe, in die Nähe des Vaters. Aqui há três classes de irmãos nessa manhã. Es gibt drei Gruppen von Menschen hier. O primeiro deles estão como Caleb. Die erste Gruppe, du fühlst dich wie Caleb. Fiéis. Treu. Persistentes. Beharrlich. Confiando no cumprimento da promessa. Du vertraust auf diese Verheißung. Independente de como esteja a sua vida. Unabhängig davon, wie es in deinem Leben aussieht. O segundo grupo. Die zweite Gruppe. Até acredita que há vida eterna. Du glaubst, dass es ewiges, dass es ewiges Leben gibt. Prega sobre a vida eterna. Du sprichst darüber. Mas não há alegria em relação à eternidade. Aber du spürst keine Freude, was die Ewigkeit angeht. E o terceiro grupo. Und die dritte Gruppe. Que está completamente sonolento a isso. Que não acredita ou não se deixa motivar pela vida eterna. Du glaubst nicht an das ewige Leben. Das motiviert dich auch nicht. Para você é algo muito distante. Für dich ist das etwas, was sehr weit weg muito entfernt irrelevante. Ist. Sehr irrelevant ist. A minha oração nessa manhã é que o grupo 2 e o grupo 3 esteja como o grupo 1. Und mein Ziel, mein Wunsch heute ist, dass die zweite und die dritte Gruppe sich, dass sie sich so fühlen wie die erste Gruppe. Eu não posso fazer isso. Ich kann das aber nicht tun. Mas o Espírito Santo pode. Aber der Heilige Geist schon. O Senhor pode. Der Herr kann. Eu quero orar por você nessa manhã. Und ich möchte für dich beten heute Abend, heute Morgen. Mas antes disso, queremos adorar o Senhor com uma canção. Aber zuerst möchten wir den Herrn anbeten mit einem Lied. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silben.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twintgold machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.